Bitcoin steigt und steigt nach der Leitzinssenkung. Der Kryptomarkt zeigt sich den zweiten Tag in Folge stark. Experten sehen in der Zinssenkung einen positiven Wendepunkt. Der Fear and Greed Index stieg aus der Angstzone und notiert bei 54 Punkten. Bitcoin und andere Kryptowährungen erzielen beachtliche Gewinne und verzeichnen deutliche Zuflüsse. Die Gesamtmarktkapitalisierung stieg in den letzten 24 Stunden um 3,17% auf 2,21 Billionen US-Dollar. Vor allem Solana und Ethereum konnten unter den Top 10 Kryptowährungen punkten, mit Sol bei 149 und ETH bei 2540 US-Dollar. Bitcoin durchbrach zwischenzeitlich die 64.000er-Marke und notiert aktuell bei 63.700 US-Dollar, ein Anstieg von 3,3%. Diese Meldung erschien zuerst auf unserer Website. Für weitere Informationen zu Kryptowährungen abonniere unseren Kanal oder schau dir das nächste Video an.